Deutschland ist auch irgendwo Heimat, wenn man ehrlich ist. Ich bin hier geboren. War es schon ganz klar, dass er keinen Platz bekommen hat wegen seinem Namen. Ihr seid Abu Chaka, ist von heute auf morgen alle gekündigt. Wollen diese Strukturen zerstören. Man, diese Leute wollen arbeiten, legal, Steuern zahlen, vorankommen. Also ihr zerstört doch deren Leben hintenrum. Die verurteilen ja auch meine Kinder. Und egal, was Abu Chaka ist, Das ist sippenhaft. Ich weiß, wer ich bin. Ja. Warum muss ich jemand überzeugen, der geblendet wird von irgendeiner Zeitschrift? Jo Leute, herzlich willkommen zu Beast Kitchen, Deutschlands respektvollste Küche. Und heute mit dabei Arafat Abu Chaka. Herzlich willkommen. Danke, Habibi, dass ich hier sein darf. Schön, dass du da bist. Also, ich fange mal an. Arafat Abu Chaka ist im Jahr, sage ich mal, 2020 nach Corona für mich persönlich das zweitmeist verwendete Wort in den Nachrichten und meist überwiegend auch nur mit Negativschlagzeilen. Araber Clans, Gangster-Rap, Deutsch-Rap und so weiter. Das wollen wir heute nicht hören. Nein. Ja, sondern es gibt auch andere tolle Facetten von dir. Und das wollte ich heute mit euch teilen. Und ich würde vorschlagen, bevor wir weiter anfangen zu reden, komme ich erstmal drauf zurück, was wir heute kochen. Na dann. Also ich weiß noch, wo wir einmal so 2006 war das, glaube ich, 2007, Al-Bustan Café, hast du immer gerne Pasta gegessen. Stimmt. Auch mal immer mit Fisch und so. Mit Scambis, ja. Genau, und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Meeresfrüchte eingekauft. Ja, Krabben geschälte, nicht geschälte, zwei Kalmare. Das Ganze werde ich kochen mit Koriander, Zwiebeln, Knoblauch, Chili, Zitrone, passierte Tomaten und dann hast du gleich nochmal die Wahl, ob du Sek plus Proteinnudel haben willst oder ganz normale, einfache Spaghetti. Ja, dann nehme ich die Sek plus. Ja, wunderbar. Schleichwerbung hier für Matthias. Wunderbar. Grüße gehen raus an Matthias übrigens. Ich hoffe, dir geht's mittlerweile besser. Und ich würde vorschlagen, hast du Lust anzufangen? Na dann. Ja? Alter vor Schönheit. Okay. Ich verfolge dich ja seit einiger Zeit und du tust auch viel Reisen. Ja. Ja? Und erzähl mal, was für Länder bereist du gerne? Was verbindest du mit den Ländern? Die letzte Reise war ich, glaube ich, auf Kreta. Davor war ich in Brasilien, war in der Türkei, Costa Rica, USA. Maschallah, sehr schön, sehr schön. Wo war ich noch? Saudi-Arabien. Wow. Dubai, Seychellen, Malediven. Okay, wunderbar. Brasilien bist du öfters? Ja. Richtig, was verbindest du mit Brasilien? Ich bin verheiratet und die Familie meiner Frau kommt aus Brasilien. Ah, schön, schön, schön. Okay, was ist da dein Lieblingsgericht? Fleisch. In Brasilien, ja. Fleisch. Beef. Also Beef, die haben da Restaurants, das ist unfassbar. Mm. Du kannst reingehen, wie so Dönerspieße. Ja. Yeah. Und die schneiden dir die Filet, egal welche Fleischart, die es gibt. Yeah. Schneiden sie dir, servieren die entweder mit Knoblauch, mit Käse, Medium, durch. Du gehst rein, umgerechnet, ich glaube 16 Euro umgerechnet, mm, all you can eat. Und das ist da schon teuer. Aha. Da ist das schon teuer. Ja, also wenn du hier das isst, kommst du, glaube ich, unter 300 Euro nicht raus. Wow. Ja. Wow. Okay. Und dann hast du noch ein Buffet, kannst du ein bisschen Sushi essen, Salate, alles. Also ist top, wirklich top. Gehst du rein, drehst du die Karte, dann kommt einer nach dem anderen. Du musst dich warten, du musst dich bestellen. Du sagst einfach, will ich essen oder will ich nicht essen? Mhm. Ist denn generell alles so günstiger in Brasilien als wie zu Deutschland? Oder nein. Europa an sich? Nein, alle nur das Fleisch jetzt. Ja, alle europäischen Sachen, die aus Europa kommen, die sind teurer als hier. Mhm. Ist normal. Ja, ja, richtig. Und so die Sachen da, es gibt viele günstige Sachen, aber es gibt auch, du als Europäer mit dem Umrechnungskurs, ist für dich normal oder günstiger. Mhm. Aber die Leute, die da leben, es gibt sehr, sehr viel Armut da. Sehr viel Armut. Ja, die verdienen auch nicht so viel wie hier, wie hier jetzt, ja? Und die arbeiten vielleicht für einen Monat für 200 Euro. Krass. Ja. Favelen hast du auch schon besucht? Also die siehst du immer, egal wo du lang fährst, lang läufst, die sind dann über dir, vor dir. Ist ganz normal. Also da wird auch ein bisschen übertrieben, dass da so Gefahr ist und so. Ja, hast du nicht den Eindruck gehabt? Nein, gar nicht. Sehr gut. Da sagt man auch immer wieder auch über Neukölln, dass das gefährlich ist, aber da kann man ja auch wunderbar spazieren, ne? Also sag dir mal was über Neukölln. Wenn du in Neukölln Ärger hast, da findest du 1000 Leute, die dir helfen. Hast du in Zehlendorf Ärger, da gucken sie alle weg. Wo? In? Zehlendorf. Zehlendorf. Das ist so mehr so die gehobene Gegend. Da hilft dir keiner. In Neukölln, man sagt immer so gefährlich, da helfen sie dir eher als in Zehlendorf. Ja. Das heißt ja nicht, dass da ein Brennpunkt ist, lauter Shisha-Cafés, dass da gleich auch Gefahr besteht. Ja, das wird ja leider oft immer so in Verbindung gesetzt. Und das ist das, was ich immer wieder traurig finde. Ja, so ist das aber. Ja. So. Du musst dir auch vorstellen, okay, wir wollten eigentlich nicht drüber reden, aber das, was in Verbindung gesetzt wird, du musst dir auch vorstellen, die Politik hat ja auch ein Ziel. Die hat ja eine Agenda, die hat irgendwann Wahlen.
Ja. Also müssen sie die auch alle schlecht darstellen und der Bevölkerung so tun, wir haben die Macht, null Toleranz. Um Wählerstimmen abzukassieren. Na klar, nach der Wahl ist wie vor der Wahl. Ja, diese ganze Negativberichterstattung, die spaltet uns extrem. Ich sag mal, wir, das Volk. Ich sag mal, wenn jetzt meine Nachbarin, die Hildegard, immer wieder sieht, dass da unten beim Ali die Shisha-Razzia gesprengt wird und dann sie schaut, ah, da sind wieder die gefährlichen Mafia-Typen, aber der Ali ist eigentlich ein Student, hat seine Shisha-Bar nur versucht, sein Studium damit zu bezahlen. Er muss nicht mal ein Student sein. Er meint auch, dieser Ali, der vielleicht da unten steht, und wenn diese Hildegard, die da oben ist, mal ein Problem hat, er würde eher 10-mal die Tüten hochtragen, als so ein Thomas von dem Mann. Ja, das kann man... Doch, es ist so. Also, so kenne ich das. Darf man nicht verallgemeinern. Ich kenne auch jetzt, schau mal, jetzt Maschallah hat unser Tristan, also er hat auch sein reines Herz. Es gibt auch einige, ich weiß, was du meinst. Ich verallgemeine das nicht so, aber die helfen eher als die anderen. Aber immer so Vorurteile zu suchen, weil sie die Leute nicht kennen, weil sie schon von der Medienwelt schon Angst bekommen und wollen diese Person gar nicht kennen, weil die haben schon ein Vorurteil, ah, der ist ganz gefährlich, der will mich vielleicht beklauen und. Mhm. Und deswegen, anstatt immer, dann wärmen sie immer, wir müssen alle miteinander leben und Religionsfreiheit und dies und das. Es ist alles nur, in der Theorie ist das, aber nicht in der Praxis. Ja, ich wünsche es mir vom Herzen, dass das mal auch wirklich so in der Praxis umgesetzt wird. Dafür setze ich und mein Team setzen wir uns sehr stark dafür ein. Das wünscht sich jeder. Also ist nicht nur du, aber irgendwo ja. Läufst du dann durch die Gegend und jeder, wenn er dich anguckt, wie ob du, keine Ahnung, aus dem Mars kommst, ist auch nicht... Nee. Deswegen mehr reisen, mehr die Welt besichtigen. Absolut. Ja, lässt dich ja den ganzen negativen Impuls weg. Verreist du gerne? Ja, aber sobald du wieder in Deutschland kommst, fängt es sehr wieder an. Holt dich da schnell wieder ein. Ja. Überlegst du mal vielleicht auch mal auszuwandern? Wohin? Weiß ich nicht. Brasilien? Ach so, man kann da für ein paar Monate leben, aber Deutschland ist auch irgendwo Heimat. Wenn man ehrlich ist, ich bin hier geboren. Ja. Ja, das ist Heimat. Das ist, egal wer im Urlaub ist, egal wie schön der Urlaub ist, er sagt, ich will wieder nach Hause. Und das verbindest du mit Deutschland? Das verbinde ich mit meinem Zuhause. Ey, ich bin gerade wirklich so perplex, dass das so aus deinem Wort kommt. Du wirst ja immer wieder in ein negatives Licht reingerückt, ja, und abgestempelt. Und dann sagst du trotz all dem, Deutschland ist meine Heimat. Ja, normal. Ich hab, meine Familie lebt hier, meine Bekannten sind hier. Ich habe auch viele deutsche Freunde. Ich habe viele russische Freunde, ich habe viele, keine Ahnung, was für Freunde, international. Aber genau, das wollte ich sagen, international, ja, hast du auch Freunde. Multikulti, du bist unabhängig, normal, du könntest auch auswandern, wenn du magst. Vergiss nicht, ich bin hier geboren, ich bin hier zur Schule gegangen, meine Grundschule, meine Oberschule, mein Abi, meine Ausbildung und habe ich hier alles erlebt. Ich habe das nicht in mein Land gemacht, wo ich herkomme, das habe ich hier gemacht. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal wieder ein Land bekommen, da kann mir keiner sagen, ja, wir ziehen jetzt runter und wir leben da wie hier. Nein, das ist irgendwo ein Stück Heimat geworden. Weißt du, und ich sage mir nur die Feiglinge, die abhauen und sagen, nee, nach mir die Sintflut und hast dich klein bekommen. Das ist ja ihr Ziel. Das ist dasselbe wie Leute sind hier geboren, leben 20 Jahre hier, Nacht- und Nebelaktion. Du bist also lang seit 20, 25 Jahren, Flugzeug und nach Hause. Der kennt sich da unten gar nicht aus. Ja, ich weiß, das ist ein anderes Problem. So, ich habe die Zwiebeln fein gehackt, Knoblauch ein bisschen geschnitten, Koriander. Jetzt schneide ich noch mal ein bisschen Chilis. Olivenöl haben wir schon in der Pfanne. Arafat, du sagtest hier geboren, Schule, Abi. Ausbildung. Ausbildung, zum was hast du gemacht? Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker. Ich habe meinen Gesellenbrief gemacht. Ja, das wusste ich gar nicht. Ja, das wissen kaum Leute, ja. Weil die interessieren sich nur für das Negative. Ja. Ja, ich habe normal meine Ausbildung, habe meinen Gesellenbrief, meine Prüfung bestanden. Seitdem bin ich war vorher schon handwerklich begabt und wollte irgendeinen Handwerksberuf machen und nicht hier studieren oder keine Ahnung. Das muss jeder selber für sich wissen. Ich bin mehr so der Handwerkstyp. Ja, sehr schön. Und wenn du was gelernt, einen Handwerksberuf gelernt hast, kannst du wirklich fast alles machen. Ja. Also es gibt nichts, was du dann nicht machen kannst. Hast du auch in dem Beruf gearbeitet, nach der Ausbildung oder nur die Ausbildung gemacht? Oder? Ich habe meine Ausbildung gemacht, habe vielleicht ein paar Monate gearbeitet und dann war es das. Und was hast du dann gemacht, wenn ich fragen darf? So, ich habe viele Sachen gemacht. Ich habe hier mal, da mal ein paar Geschäfte gemacht, hier mal ein paar Geschäfte gemacht. Dann haben wir das Musikbusiness irgendwann mal aufgebaut. Ja, und dann durch diese Geschäfte hat man wieder andere Geschäfte gemacht. Immobilien gekauft, mit Immobilien gehandelt, etc. pp. Sehr schön, ja, ja. Sehr schön. Kinder hast du? Gott sei Dank. Fünf Stück, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Khalilah, genau.
einer von denen, der Älteste, ja, hat auch ein Abi, ja, einen guten Notendurchschnitt, ja, und hat auch Probleme zurzeit. Sagen wir mal, hatte mal. Hatte. Er hatte lange, lange Zeit kein, weil der wollte ein Dualstudium machen. Ja. Das ist einmal in einer Uni und einmal in der Praxis. Mhm. Und ja, es war schon ganz klar, dass er keinen Platz bekommen hat wegen seinem Namen. Aufgrund seiner Namen? Nur aufgrund seiner Namen. Ja. Weil ich sag mir mal, weißt du, wie sagt man so schön, Zahlen lügen nicht, oder? Nein. Und wenn du dann so ein Abi hast mit 1,5 oder 1,8, warum sollte man den nicht annehmen? Das frage ich mich auch. Aus welchem Grund? Ja, ja, ja. Weißt du, man kann ja immer noch sagen, okay, man hat leicht Vorurteile, wir probieren ihn mal gucken, wie er sich macht. Ja. In der Probezeit, wenn er jetzt nicht spurtet wie alle anderen, dann kann man ihn immer noch rausschmeißen, aber man hat ihn von vornherein abgelehnt. Mm-mm. Ja, aber dann habe ich gesagt, weißt du was, such dir einfach was anderes aus, scheiß auf die. Ja, ja. Aber jetzt hat, okay, jetzt hat er nicht das gemacht, was er eigentlich hätte machen wollen? Nein, jetzt hat er einen Studienplatz gefunden und macht, ich glaube, Online-Business. Online-Business, Online-Handel, stark. Online-Business, sehr sowas. Stark. Ich wünsche dir dabei alles Gute, Amit. Und, ja, aber es ist eigentlich trotzdem, wie gesagt, das ist sippenhaft. Ist egal wie, wenn du mal Scheiße gebaut hast, können sie doch nicht auf deine Kinder ablassen. Nein, aber das Problem beobachte ich leider Gottes immer mehr, dass viele junge Männer, ja, aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihrer Namen immer wieder Schwierigkeiten haben, im Berufsleben Fuß zu fassen. Und ja, die Gefahr ist, wie gesagt, das sind ja überwiegend junge Männer. Ja, irgendwann kommen die vielleicht auch auf dumme Ideen, weil die ja vielleicht unterfordert sind. Und das könnte dann meistens auch böse ausgehen. Ja, wir wollen auch noch mal die Kirche im Dorf lassen. Es gibt natürlich, weißt du, die Politik in erster Linie widerspricht sich. Die wollen sagen, nein, die wollen diesen ganzen Strukturen kaputt machen und dass die Kinder ein normales Leben haben, aber erschweren das im Arbeitsleben, ja, weil sie ihre Namen haben. Ich mache dir mal ein Beispiel. Meine Schwestern zum Beispiel haben bei der Lageso gearbeitet. Lageso? Lageso, weißt du, wo die Flüchtlinge dann kamen und dass man denen hilft mit Übersetzungen, ah, okay, etc. pp. Okay, wohltätige Arbeit. Ja, nein, sie haben auch Geld damit verdient. Trotzdem, ja, eine wohltätige Arbeit. So, irgendwann kam das LKA an und ihr seid Abu Chakas, von heute auf morgen alle gekündigt. Nee. Wallahi. Deine Schwestern. Meine Schwestern. Und ich denke mal, deine Schwestern sind noch nie irgendwie, hallo, Polizei. Ja, ist die Clan Bossin. Sie ist die Clan Bossin. Ach, das war ein Witz. Ja, wurde gekündigt. Raus. Von heute auf morgen. Also da kannst du, weißt du, und dann wundern sie sich, weißt du, wollen diese Strukturen zerstören. Man, diese Leute wollen arbeiten, legal, Steuern zahlen, vorankommen. Also ihr zerstört doch deren Leben hintenrum. Hm. Das ist alles Absicht. Aber man muss auch dazu sagen, es gibt wirklich Familien, du weißt ganz genau, das wird vererbt. Der eine ist Verbrecher, mein Kind geht Geld holen, egal wie. Okay, ich weiß, dass es gibt, aber man darf auch nicht vergessen. Das ist die Minderheit. Das ist ein sehr geringer Teil. Ist richtig. Das ist ein sehr geringer Teil und wenn, sag ich mal, Familie XY. Wir holen keine Namen. Nein, Familie XY ist ein geringer Teil, der Scheiße baut. Dann heißt das nicht, dass die ganze Familie XY. Sie nehmen den als Aufhänger. Sie nehmen den als Aufhänger. Normal. Immer wieder. Wie sie mich als Aufhänger nehmen für irgendwas anderes. Genau. So ist doch ihre Strategie. Ich denke mal, du bist der Aufhänger für die ganzen Shisha-Razzien und so. Na, mit Shisha habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ja, ich weiß, hast du ja nichts zu tun. Aber ich denke mal so, dein Gesicht wird oft dafür hingehalten, leider. Genau, ich habe jetzt hier, wir sind jetzt hier dabei. Aber ich habe eine andere Frage an dich. Bitte. Wie lange kochst du schon? Ich koche schon lange, Arafat. Ehrlich, ja? Ja, schon lange. Aber das hat eigentlich mit einer Verbindung mit deinem Sport zu tun. Auch, das hat das weiterentwickelt. Weil ich kenne, also mein Bruder damals, Ali, der Intensivsport gemacht hat. Mhm. Ja, weil er sich immer so seine Proteine und sein Eiweiß. Genau. Und also das hat das Ganze noch mehr bei mir bestärkt. Genau, der hat auch gekocht. Genau. Kochen ist was Wundervolles, Arafat. Also es gibt nichts Schöneres zu kochen miteinander. Ja, und aber schöner ist zu essen. Das gehört ja alles dazu. Man zelebriert das. Man kocht, man unterhaltet sich schön, ja, und dann später setzt man sich hin und zaubert sich gegenseitig ein Lächeln im Gesicht. Ist richtig, aber wenn du es jeden Tag alltäglich hast, glaube ich, ist es noch. Ach, wenn die richtige Küche da ist, passt das. Ja? Ja, ja. Okay, dann hast du auch so. Ist so wie beim Autofahren. Weißt du, ich meine, hast ein schönes Gefährt, fährst du gerne Auto und oft, weißt du, hast kein schönes Gefährt, fährst du weniger. Jetzt mittlerweile, so wie ich dich beobachte, ist extrem Ruhe reingekehrt bei dir im privaten Leben. Du bist zufriedener mit dir selbst. Ja, Glauben spielt bei dir eine sehr große Rolle. Alhamdulillah, klar. Ja, ja, und ich merke, dass das dir sehr viel Ruhe gibt. Das gibt mir die Ruhe. Ja, ja. Das ist der Gegenpol, ja, sozusagen. Ja, ja, richtig. Hättest du keinen Gegenpol, andere Menschen wären, keine Ahnung, hätten Selbstmordgedanken, hätten keine Ahnung was gemacht, aber weißt du, irgendwann sage ich, man merkt einfach nur, heute bin ich dran, morgen bist du dran und übermorgen ist die ganze Gesellschaft dran. Ja, Mann. So läuft das.
Zum Beispiel waren wir... Wenn du extrem gestresst bist, Entschuldigung, wenn ich dich kurz unterbreche, ja. Wenn du jetzt extrem gestresst bist, ja, und was tust du so als Ausgleich? Am besten ist eigentlich Sport. Sport? Ja. Ja. Das ist, wenn du Sport machst, dann belastest du dich, du bist danach kaputt und kommst auf andere Gedanken. Mhm. Ja. Und manchmal... Was für Sport genau machst du? Nur Fitness oder auch andere Sachen? Nein, nur Fitness. Nur Fitness? Ja. Heute habe ich ein bisschen Fußball gespielt mit meinen Kids. Ja? Nice. Ich habe gesehen, dass ich null Ausdauer habe. Also fange ich ab übermorgen an zu joggen. Cardio? Auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt zu Hause ein Spinningbike bestellt. Ey, das ist nicht normal. Ich dachte, ich... Ja, ja. Schlimm, ne? Voll schlimm. Wenn man ein gewisses Alter erreicht, dann ist das nicht mehr so, wie wenn wir 18 sind. Nein. Und dann, wenn deine Kinder... Dir davonrennen? Nicht davonrennen, sondern ja, ich bin besser als du. Guck mal, ich bin schneller. Ich bin auch 25 Jahre älter. Moin mit dir. So, ich schneide hier den Kalmar ein bisschen klein. Das ist die Erfahrung. Warum schneidest du dich in der Mitte und machst sie sauber? Oder macht man das nicht? Komm. Okay. Den Kopf, der wird weggeschnitten oder nicht? Doch. Nee, der kommt auch mit in die Pfanne rein. Ja. Das ist am besten. Jetzt könnte man eigentlich zu den klassischen zwei Fragen vom Beast Kitchen kommen. Ja, bitte. Ist man das mit oder nicht? Das ist man mit. Auch? Ja, ja. Also ist jetzt sauber? Ist sauber, genau. Können wir klein hacken, reinmachen. Du hast die Wahl, zu Hause kochen oder draußen essen? Draußen essen. Draußen essen? Also wenn ich selber kochen müsste? Ja. Mich kochen lassen zu Hause? Ja. Aber selber kochen? Ja. Wie draußen. Du willst, wie draußen. Du willst. Auch wenn jemand für dich kocht, ist egal. Dann zu Hause. Zu Hause. Ja, klar. Ja. Und was ist dein Lieblingsgericht? Ich bin da vielfältig. Ich kann dir gar nicht sagen, was ich mein Lieblingsgericht ist. Ein Lieblingsgericht muss man haben. Meine Lieblingsgerichte, wo meine Mutter gelebt hat, rahmatullah alayha, war das Essen von meiner Mutter. Ja. Weil damit bin ich groß geworden. Ja, und es war immer das Beste. Und egal, wo du draußen gegessen hast, wenn du zu deiner Mutter gegangen bist, war das immer das Beste. Das war geil. Ja. Ungelogen. Fünf Kinder hast du. Der Älteste ist jetzt wie alt? Der wird im Mai 20. Und der Jüngste? Ist 6 geboren. 6? Mashallah. Allah khalilike. Allah khalilike. Meinen ersten Sohn habe ich bekommen mit 24. 24? 24. Relativ früh geheiratet auch, oder? Ja. Meinen zweiten Sohn habe ich ein Jahr später bekommen. Mhm. Meinen dritten Sohn habe ich so drei Jahre später bekommen. Alles so eigentlich kurz und knapp nacheinander, ja. Ne? Noch was zu schön? Nein, wunderbar. Wusstest du, dass in Brasilien manche das Kambis mit Schale essen? Mit Schale? Mit Schale. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich war auch schockiert. Warum? Aber ist normal. Ich denke mal, die Schale, die... Es ist wie so, die sind knusprig. Die grillen die und die essen die mit Schale. Aha, Wahnsinn. Bei Wildfang kann man es ja machen. Bei Wildfang kannst du das auf jeden Fall machen, aber meins wäre es jetzt nicht. Ja, wir sind nicht dran gewohnt. Das ist immer eine Gewohnheitssache. Und was gab es da noch so Außergewöhnliches in Brasilien? Ach, Brasilien ist sehr, sehr vielfältig. Ist ein Riesenland, ist das fünftgrößte Land und... Wirklich sehr, 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 sehr groß, das Land. Man kann das Land sehr, sehr schön bereisen. Im Land sogar. Du kannst, ich glaube, im Land über 6 Stunden sogar schon fliegen. Im Land? 6 Stunden? Ja, ja. Es gibt auch, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, 3 oder 4 Zeitzonen. In Brasilien? In Brasilien ist das fünftgrößte Land. Also ist, Wahnsinn. Ja? Wahnsinn. Da gibt es so deutsche Community, da gibt es dann arabische Community. Mhm. Zum Beispiel das Fleisch, weil man das essen kann. Die Schlachtereien. Es sind zu 90% überwiegend in arabischer Hand. Sie schlachten Gulu Halal. Wow. Ich glaube, es gibt mehr Libanesen in Brasilien als in Libanon. Ich meine, der brasilianische Präsident hat auch libanesische Wurzeln. Ja, ja. Ne? War das nicht so? Die sind da, weißt du, was gut an Brasilien ist? Mhm. Da wirst du nicht, du bist dies, du bist das. Das ist denen egal. Ja, Mann. Ja, Mann. Irgendwie komischerweise hat man diese Fitner hier extrem in Europa. Sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. Egal am Flughafen, egal wo. Richtig freundliches Volk. Mhm. Sehr schön. Einen Moment, ich muss einen Schluck Olivenöl reinmachen. Costa Rica ist auch ein wunderschönes Land. Costa Rica, da war ich noch nicht. Oh. Warst du schon mal in Brasilien? Ich war in Jamaika und in Paraguay war ich. Paraguay soll auch schön sein. Paraguay, ja. Ist aber sehr, sehr klein. Ja? Ich glaube, kleiner als Holland sogar. Dein Ernst? Ja. Das ist ganz klein, Paraguay. Ich war nicht in Jamaika, ich war in Barbados, Dominikanische Republik, ja. St. Lucia, St. Vincent. St. Martin warst du auch? Da war ich auch. Das ist eine Insel, aber da sind... Die gehört so ein paar Leuten, diese Insel. Ja? Yeah? Ernsthaft. Geil. Was hat dich da hingeführt? Wolltest einfach so die Karibik spüren? Ja, wir sind von Miami, waren wir ein paar Tage nach Miami und dann sind wir in die Karibik geflogen. Wow.
dann bin ich so ein, sind wir so ein Boot gefahren. In St. Martin jetzt? Nein, nein, also in den Gewässern. Ja. Und bin so eingeschlafen. Ich stehe so auf. Ist der Auto, bleib ich da noch schiebst. Ich habe mich geschämt, soll ich jetzt fragen, ob es fliegende Fische gibt? Wie? Halt dich fest. Ich meine, ich mache mich nicht brennend, ich frage nicht. Auf einmal bin ich wach und ich schwöre dir, tausende von fliegenden Fischen. Wie fliegende Fische? Fische mit Flügel. Nein, Mann. Google. Ehrlich? Wallahi. Und du, was hast du gemacht? Ich war Schock. Fische, die fliegen. Ja. Aber in Massen, auf einmal kommen die raus und fliegen. Ganz normal da. Krass. Also in den Gewässern. Subhanallah. Ja, ja. Sehr schön. Und dann habe ich mich erst getraut zu fragen. Nicht das Denken, ich habe mir einen Joint eingesetzt. Ja, ja. Geil. So, wir haben die Meeresfrüchte drin. Jetzt mache ich noch ein bisschen passierte Tomaten rein. Und dann können wir auch den Herd schon aufdrehen. Wie viele Kinder hast du eigentlich? Ich habe jetzt mittlerweile 3 Kinder. Oh, ja. 3 Kinder. Lieblingsfisch ist immer so eine Sache, das ist richtig schwer. Mal schmeckt dir Fleisch, mal schmeckt dir Fisch, mal schmeckt dir... Also ich würde jetzt nicht sagen, ich könnte eine Sache jeden Tag essen. Weißt du, irgendwann, wenn du regelmäßig immer dein Lieblingsfisch isst, dann schmeckt es irgendwann mal nicht mehr. Okay. Ja, ja, also ich kann Pasta jeden Tag essen, nur in verschiedenen Varianten. Mal mit Fisch, mal mit Bolognese, ja. Mal vegetarisch, meinetwegen. Pasta kann ich jeden Tag essen. Ja, dann bist du aber fleißig und bist Fleisch am Trainieren. Ja. Dann kriegst du einen Ramp. Ja, oder du nimmst die 6 Plus Dinger. Ja, aber. Mittlerweile bin ich eher so ein Reisgut geworden als Pasta. Ja? Ja. Bei mir in letzter Zeit, muss ich dir sagen, esse ich viel Kartoffeln irgendwie. Auch Kartoffeln sind gut. Ja, in letzter Zeit esse ich die sehr gerne. Hier kann man ein bisschen niedriger machen. Kartoffeln schmecken immer gut. Ob gegrillt oder gekocht. Ich mache die immer gekocht, dann lasse ich die immer so stehen zu Hause. Ja. Und wenn ich Hunger habe, bam, 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 ein paar Kleinschneiden in die Pfanne, ja, rein. Wenn die knusprig, hast du ein super Meal. So, das sieht gut aus. Und das sind noch gute Kohlenhydrate. Ja, kannst du bitte Salz und Oregano einmal angeben. Ja, aber gibt es irgendwas, was du zu Hause selber gerne kochst? Darf ich jetzt lügen oder muss ich die Wahrheit sagen? Wahrheit, hier Biskitsche, bei Biskitsche wird nicht gelogen. Hier in der Küche wird nicht gelogen. Ja, Eierreis kriege ich locker hin. Eierreis? Eierreis kriege ich hin. Ja, wegen Training auch, ne? Ja, aber ja, sonst. Ja, ja, ja. Doch, ganz ehrlich, bitte. Hühnerbrustfilet kriege ich auch hin. Ist ja? Auch locker, ja. Das, kochen ist nicht so schwer. Ja, ey, du musst doch ein bisschen Wille zeigen, ein bisschen Interesse. Ja, und bei mir ist so, der Rest war alleine. Bei mir ist so, die Frage, die Sache ist bei Kochen so, wenn ich selber koche, ich kenne das beim Grillen. Ich grille zum Beispiel, ja? Ja. Aber ich esse dann kaum was. Du isst dann kaum was? Ja, weil du die ganze Zeit immer hier genau ein bisschen, da ein bisschen. Ja. Genau das. Und das ist beim Essen genauso. Und deswegen mache ich nicht kochen. Oh, ich liebe das. Ehrlich, ich liebe das. Gerade jetzt, wenn ich diese Soße hier sehe. Mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen. Glaub mir, nicht nur du liebst das. Ich liebe das auch. Hier war ja auch mein Cousin Ali. Was habt ihr da eigentlich gekocht? Ich hab's mir angeguckt. Aber Ali? Ja. Da haben wir Kimbeer gemacht. Ah. Kimbeer aus dem Gaza. Grüße gerne raus, Ali. Der macht jetzt auch Musik, ne? Der hat jetzt was sowas rausgebracht, ja. Ali, der könnte viel mehr, aber der ist einfach nur faul. Ali? Alter. Der chillt sein Leben, Mann. Der chillt, wenn ich mir den in die Storys anschaue, immer schön auf seine Couch. Der chillt zu viel sein Leben. Der chillt sein Leben. Bester Mann. Aber wenn ich die Frage so... Bitte. Mit wem hattest du so die beste Erfahrung bei Biskitschen bis jetzt? Ey, ich bin dir ehrlich zu dir. Ich freue mich auf jeden Gast und von jedem Gast kann ich was mitnehmen. Das ist mir klar, aber wo du sagst, okay, das war schon geil. Ja. Schlaffer war gut. Marc Gebauer hat mich auch sehr inspiriert, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich auch kaum noch Beziehung zu denen gehabt. Wer ist ein Schlaffer? Philipp Schlaffer. Der Ex-Nazi. Ex-Nazi war früher auch stark Rocker-Szene ein bisschen, okay, auch tief im Milieu. Der war auch sehr inspirierend. Auch sein Mindset ist gut, dass er wieder sich gewandelt hat. Du weißt, wie ich meine. Früher viel immer mit der Keule, Attacke vorne raus und jetzt mittlerweile macht er auch gute Arbeit, so, um die Leute auch zum Aussteigen zu bringen von der. Dieser Mann ist dieser Uhrentyp, oder? Ja, genau. Ah, ja, ja. Ja. Was macht der eigentlich? Verkauft Uhren oder was? Der verkauft Uhren. Und das ist jetzt so interessant? Ja, also da kaufen ja viele, sag ich mal, aus dem Showbusiness auch ihre Uhren. Ja. Und die Leute, der ist der Kontakt für den. Ja, also wenn du jetzt eine Uhr kaufst, gehst du merkst, BG Bauer, der kann dir auf jeden Fall die passende Uhr besorgen oder verkaufen. Sehr lieber Mensch, Grüße gehen raus, Marc. Und bei dir? Welche Person hat dich am meisten inspiriert? Du hast ja jetzt viel erlebt, viel gesehen, viel kennengelernt. Ich sag dir ehrlich, niemand kommt an meine Eltern ran. Allah erhamen. Allah erhamen. Und unabhängig jetzt von deinen Eltern, ich sag mal so, seitdem du in diesen Showbusiness eingetreten bist, gab es eine Person, der du begegnet bist, der dich
der oder die dich voll inspiriert hat, wo du sagst, oh, wow, geiles aber Mindset. Was meinst du unter inspirieren und dann wieder enttäuscht? Das ist ja keine Inspiration. Nein, das ist eine Enttäuschung. Ganz ehrlich? Ja, wo du sagst, wow, was für ein Typ, der hat mich wirklich... Du redest wirklich von der Musik, also egal, von den Künstlern. Musik, Showbusiness, also muss nicht Musiker sein, kann auch vielleicht ein Schauspieler sein oder Schriftsteller, weiß ich nicht. Du hast ja viele Menschen kennengelernt, sag ich mal. Du bist ja viel unterwegs in Deutschland, international. Da gibt es doch bestimmt eine Person, die dich, wo du sagst, so, boah, der hat's drauf, geil, oder die hat's drauf. Die das Problem, hat diese ganzen Personen sind alle nur auf Fame, Geld und Macht aus. Alle? Also ich könnte dich, guck mal, wie krass, ich könnte dich mal einen Namen sagen. Du hast vor kurzem vom Sido geschwärmt. Sido ist, ja, Moment mal. Ich sage, ich habe nur mal am Rande mitbekommen, dass du von Sido geschwärmt hast. Sido zum Beispiel, auch Haft, ist, sind zwei richtig nette Typen, ja, sind auch auf dem Boden geblieben. Ja. Aber jetzt, wenn du mir sagst, inspiriert. Kein. Also, in was soll er mich inspirieren? Und da gibt es leider Gottes wenige Leute, die auch ihre Meinung sagen. Kannst du dich daran erinnern, wann du das erste Mal, ich sag mal, mit dieser Clan-Sache und dieser krasse negative Berichterstattung in Berührung gekommen bist? 2010 oder 2009, da kamen Bushido und ich negativ in die Schlagzeile. Das ging bis 17. Mhm. Anfang 18, April 18, richtete sich nur gegen mich. Er war jetzt... Also 2009, 2010 hat es angefangen. Ja, ja. Und ab 2017, 18 war es nur noch du im Fokus. Genau. Er ist der Unschuldige. Er hat dann den Vertrag mit dem Teufel gemacht. Mhm. Und dann war ich für allen anderen der Teufel. Staatsfeind Nummer 1. Ja, kannst du auch... Ich gebe euch einen Tipp. Bevor das der löscht, Twitter, könnt ihr gucken, von 10 bis 18 schießt er gegen uns beide. Mhm. Ab 18 ist er sein bester Freund. Mhm. Und die machen ja eine Doku zusammen. 2009, 2010, sagst du, wurdest du erst mal mit Person XY... Das kann auch vielleicht früher sein, aber es hat angefangen... Kannst du dich daran erinnern, an diese Schlagzeile, was ist vorgefallen? Ja, irgendwo kann man sich das ja auch nicht so an den Haaren herbeiziehen. Hast du irgendwas gemacht oder was war die Schlagzeile so? Komm, grübel mal in dich rein. Ich nehme so lange das Nudelwasser hier runter. Es war zum Beispiel auch, ich glaube, eine Schlagzeile war, dass ich angeblich jemand geschlagen hätte. Dann war eine riesen Schlagzeile, dann hätten sie Bushido gefragt, ja, Arafat Abou-Chaker ist doch ihr Manager. Dann hat Bushido so sinngemäß, ja, du bist die größte Nervensäge überhaupt. Dann gab es eine Schlagzeile, dass ich sein Manager bin. Dann gab es eine Schlagzeile, ach, es gab tausend Schlagzeilen. Alter. Aber welche jetzt genau die erste war, so einer der ersten, kannst du dich nicht dran erinnern. Nee, es waren so viele, dass mittlerweile mir es auch egal ist, welche das erste oder das letzte war. Ist eh immer alles dasselbe. Ja, ist immer dasselbe Gelaber. Dann, wenn eine Schlagzeile kommt, ja, das ist die Familie Abou-Chaker, sein Bruder Mohammed war ein Pokerraub und dies und das, immer die ja, alten aber was Lamellen. Mein Bruder macht, dafür kann man mich nicht belangen. Ja, das habe ich auch gesagt. Ja, was mein Bruder gerade macht, weiß ich doch nicht, kann ich doch nichts für. Ich kann, wenn ich das mitkriege, sage ich, was hast du da für eine Scheiße gemacht? Ich ja, kann natürlich positiv dazu beitragen, dass er damit aufhört oder dass ja, es nicht absolut, macht. Ja, absolut, absolut. Aber was er jetzt hinter meinem Rücken macht, klar, man, oder andersrum, man darf dich nicht verurteilen, was dein Bruder macht. Ja, aber. Ja, aber. Und das ist ja sippenhaft. Ja. Die verurteilen ja auch meine Kinder und egal, was Abou-Chaker ist, ja, ist sippenhaft. Ja. Hast du den letzten Werbeslogan von der CDU gesehen? Ja. Also was haben sie denn daraus gelernt? Ist doch auch Hetze. Aber da war doch auch direkt wieder der Ausschau. Die haben das auch direkt... Das ist doch scheißegal. Ich kann doch, Moment, ganz kurz. Ich kann dir doch nicht einfach böse Ausdrücke sagen, bis zum geht nicht mehr. Ja, und sage, okay, schreib dir. Jeder hat das gesehen. Das ist schon in den Köpfen drin. Ich weiß. Aber dennoch müssen wir dagegen vorarbeiten und an das Gute glauben. Das ist Taktik, und das auch ist Drogen. In der Hoffnung, ich sag mal, der Hildegard und Uwe zu überzeugen, dass wir nicht diese Menschen sind, die ihr in den Medienberichterstattungen seht oder und das ist falsch. Was ist falsch? Das ist falsch. Ich muss niemand überzeugen. Ich weiß, wer ich bin. Ja. Warum muss ich jemand überzeugen, der geblendet wird von irgendeiner Zeitschrift? Du hast recht. Ich muss niemand überzeugen. Weißt du, warum ich das mache? Damit meine Kinder das später einfacher haben. Deswegen mache ich das. Damit ich diesen Rassismus, diese Diskriminierung, die ich gerade erlebe und spüre, nicht abwandelt oder abfärbt auf meine Kinder. Deswegen mache ich das und versuche, die Hildegard und den Uwe davon zu überzeugen. Dann muss ich dich leider enttäuschen.
dann setzt du auf das falsche Pferd. Meinst du? 100%, es wird immer weiter. Was wäre denn das Richtige, deiner Meinung nach? Was könnte man deiner Meinung nach tun? Man kann es ja auch nicht so hinnehmen. Ich versuche die Leute zu überzeugen, dass wir nicht jeder, dass nicht jeder vollwertige Shabab, sag ich mal, und nicht jeder Shisha-Besitzer oder Autohändler oder Shisha-Tabakverkäufer ein Krimineller ist. Ich versuche die Leute davon zu überzeugen. Was denkst du, was wäre das Richtige? Was wäre das richtige Pferd? Dass sie diese Menschen nicht sippenhaft verurteilen sollen. Erstens. Zweitens, diese Medienwelt, diese Hetze, da würde ich ein Gesetz rausbringen. Wenn Journalismus, dann richtig und nicht so eine, keine Ahnung von Hören sagen. Die geben doch die andere Seite gar keine Chance, irgendwas zu sagen. Ich meine, aber es dann gibt berichten sie. Ja, aber das ist doch, es gibt, das ist die Medien, die es Medienwelt. Es gibt irgendwo einen Pressekodex, dass sie sich irgendwie, die verpflichten sich damit, wahrhaftgemäß und, bin mir jetzt nicht genau sicher, auf jeden Fall so Berichte zu erstatten. Aber man kann das auch nicht ahnden, dass wenn die dagegen verstoßen. Ja. Das weiß ich. Und wow. Ja, also kann ich erzählen, wie ich will? Das sage ich jetzt hier, was und versteck mich unter Pressefreiheit. Genau. Okay. Eigentlich so ist das. Und dann, dann fragst du mich, wie man so ein, wie man sowas verhindern kann. Dann sage ich dir, gar nicht. Wenn es so weitergeht. Ich versuch's zu verhindern. Ich denke, es gibt da auch andere Lösungsansätze. Wir können auch wirklich nur so darauf hoffen, dass Journalisten auch von der Gegenseite berichten. Vielleicht wird das auch jetzt heute ein Thema. Arafat war da und über Arafat gibt es auch andere tolle Sachen zu berichten. Dann sage ich dir, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, Mann. Inshallah. Na, dann hoffen wir weiter. Inshallah. Ich habe auch die Zecknudeln noch nie probiert. Nein? Man heißt das jetzt Bismillah und rein damit. Leute, wir probieren jetzt für euch. Und wenn ihr vielleicht Lösungsvorschläge habt, ja, für ein besseres Miteinander, für keine Diskriminierung, keinen Rassismus und so, würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Auch ein Abo dalassen. Bismillah und rein damit. Fast wie 2006, oder? Halbe Rolle. Ja. Aber ich finde es auch super. Schön pikant, nicht so scharf. Ja. Schön würzig. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis nächstes Mal. Bis geht's schon. Ciao.